Jacken, extravagant und schrill. Das ist das Markenzeichen von Designerin Pia Bolte. Eigentlich, denn die neueste Kollektion der Münchnerin ist dann doch etwas ausgefallener als sonst. Pia Bolte entwirft jetzt keine Jacken mehr, sondern Schutzmasken fürs Gesicht. Also die Kunden wollen Sprüche drauf haben wie Fuck the Virus. Ja? Es ist nicht unbedingt nur auf meinem Design Kopf gewachsen, sondern es ist wirklich tatsächlich Kunden, die sagen, ich möchte das draufstehen haben. Schutzmasken als extravagantes Fashion-Statement und mit eingebautem Filter, wie Bolte betont. Neuer Ort, anderes Design. Normalerweise stellt die Firma Mano Mama in Augsburg Stofftaschen her, T-Shirts und Jeans. Nun fertigt die Unternehmerin Sina Trinkwalder gemeinsam mit ihren rund 150 Mitarbeitern in behördlichem Auftrag Mundschutze an, die sie zum Selbstkostenpreis an Kliniken und Pflegeeinrichtungen abgibt. Also wir fertigen hier ja auch seit mehreren Wochen nach behördlichem Auftrag und zur Notversorgung von Kliniken und systemrelevanten Einrichtungen, das klingt ein bisschen nüchtern, Pflegeeinrichtungen, klassischen OP-Mund- und Nasenschutz oder eine Bedeckung, klassische Bedeckung, die dient dazu, eben nicht mehr so als Sender zu sein und auch der eigenen Hygiene Unterstützung zu geben. Zum absoluten Verkaufsschlager hat sich aber ein anderer Artikel entwickelt. Ein Schlauchschal namens Urban Dew mit eingebautem FFP3-Filter. Eigentlich gedacht für Pollenallergiker und für Radfahrer als Schutz vor Feinstaub. Eine Erfindung aus Zeiten, in denen kaum jemand wusste, was ein FFP3-Filter ist. Jetzt ist die Nachfrage enorm gestiegen, erzählt Trinkwalder. Und das, obwohl sie immer wieder darauf hinweist, dass der Urban Dew kein zertifiziertes Medizinprodukt ist. Ja, der Schal ist in erster Linie einfach mal nur ein Schal, also in Loopform. Ich ziehe den über meinen Kopf und zwischen diesen zwei Lagen dieses Schals ist eben dieses umlaufende Filter-Inlay, dieses FFP3-Filter-Inlay. Um Lieferengpässe macht sich Sina Trinkwalder keine Sorgen. Sie bezieht alles, vom Stoff bis zum Filter, ausschließlich aus Deutschland von bayerischen Unternehmen. Egal ob einfarbig, bunt oder gemustert, das Mano Mama-Team arbeitet im Akkord, um die Flut an Bestellungen bewältigen zu können.